Der Marco Pascolo hat noch Stellung genommen zum Putz, zum João Pinto, zum jungen Spieler. Sagt natürlich auch, die Siege sehr, sehr schlau, sehr wendig, sehr wirbelig, trickreich. Also sicher eine ganz schwierige Aufgabe für die ganze Verteidigung und auch für den Goalie. Er sieht nicht ganz speziell nervös heute Abend. Er hat ja an und für sich auch ruhig gewirkt. Andi Egli hat das auch gesagt. Ich glaube, der Marco Pascolo ist sicher ein grosser Rückhalt für die Schweizer Nationalmannschaft. Ein Goalie, der ja noch nicht so schon ein paar lang in dieser Ebene, der internationalen Ebene mitspielt. Und ich glaube, dass jetzt Höhepunkt von der zweiten Halbzeit, wo in Zürich von unseren Kollegen präpariert worden sind, bereit und vorliegt. Also geht es jetzt weiter mit dem Höhepunkt aus der zweiten Hälfte. So, also Matthias hat es zwar schon gesagt, wir sehen jetzt die Highlights. Ich kann dem eigentlich nicht mehr beifügen, als zu sagen, jawohl, wir sehen jetzt die Highlights. Bitte Zürich, Highlights abfahren. Und wenn sie nicht abfahren, dann bleiben wir halt noch ein bisschen dabei. Matthias vielleicht auch unten noch. Schapisa wurde verwarnt, der wird fehlen gegen Estland. So glauben wir. Vielleicht kannst du da auch noch die eine oder andere Stimme holen. Das ist wirklich eigentlich fast schlimmer als das Gegentor. Andi Egli? Ja, mit Sicherheit. Stefan Schapisa, speziell in einem Spiel gegen Estland zu Hause, das hat sich auch gezeigt, als wir im letzten Jahr Malta zu Hause gespielt haben. Stefan Schapisa ist ein steter Unruher und beschäftigt immer mindestens ein, wenn nicht zwei oder drei Abwehrspieler. Und da wird ein Spieler fehlen, nicht nominell, der wird das jetzt werden, aber Stefan Schapisa ist ein Spieler, der mit seiner Klasse, vor allem gegen diesen Gegner, sehr, sehr wichtig gewesen ist. Immerhin, es gibt Grassi, es gibt Türkilmaz, es gibt sogar Subiat, also das ist ja das Schöne an unserer Mannschaft, es sind Alternativen da, da bricht nicht gleich ein ganzes Kartenhaus zusammen, selbst bei einer solchen, in Anführungsstrichen, dummen Verwarnung. Ja, das ist die Chance für diese Spieler und wir haben das Beispiel schon gesehen am Malta-Spiel, als Stefan Schapisa gesperrt war und da haben Marco Grassi und auch Christophe Bonvin die Kohlen aus dem Feuer geholt und wir haben auch damals 2-0 gewonnen, ohne Superstar Stefan Schapisa und das wird eine zusätzliche Motivation sein für Marco Grassi, Türkilmaz, Christophe Bonvin, wenn er wieder zurück sein sollte. Und unsere anderen Offensivkräfte. Und ich sehe in dem Sinne nicht ein sehr großes Problem. Selbstverständlich ist es schade für Stefan und hat gesehen, wie er sich aufgeregt hat nach dieser Situation. Aber das gehört zum Fußball und Roy wird es verstehen, da die richtige Wahl zu treffen. Wir haben schon dreimal gehört, die Highlights seien bereit. Wir glauben gar nichts, aber wir hoffen, dass sie jetzt gestartet werden und dass wir sie dann sehen können. Hier in der zweiten Halbzeit nach 15 Sekunden schon diese gute Aktion. Sutter mit der riesigen Chance und im